Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen GTA 5 Video. Es ist ja ein neues Update rausgekommen, ihr wisst ja alle schon Bescheid. Und ich dachte mir so, komm, tun wir heute mal ein neues Fahrzeug. Und zwar ist quasi ein neuer Panzer dazu gekommen. Und der ist halt echt richtig, richtig heftig. Ihr seht es ja schon, wenn man hier ins Internet geht und dann auf Arena War und hier Arena Fahrzeuge raufgeht, hat man hier schon diesen Scarab, also diesen Apokalypsen-Panzer. Der sieht halt richtig, richtig krank aus. Guck mal, wenn man jetzt den ganz aufwertet, dann sieht der halt irgendwie so aus, also nicht so geil. Aber ich würde mal sagen, wir kaufen uns jetzt mal für 3 Millionen, Leute. Und danach müssen wir den natürlich auch noch aufwerten. Und das machen wir heute alles. Und dann werden wir auch nochmal probieren, was der Panzer dann nachher auch noch so kann. Ich glaube, das ist der dritte Panzer jetzt in GTA 5. Und dann dachte ich mir so, komm, probieren wir mal aus, den zu tunen, was der so drauf hat. Okay, okay, der Panzer ist nämlich jetzt angekommen. Und es sieht schon echt krass aus. Also er ist halt kein Vergleich jetzt zu diesem heftigen Wagen hier, den wir halt in der letzten Episode getunt haben. Oder halt Mr. Beans Fahrzeug, was natürlich auf richtig krass getunt wurde hier. Ich meine, guck mal, geht mal hier ins Internet und geht mal auf Arena War. Hier gibt es ja noch die ganz normalen Fahrzeuge. Aber guck mal, wie sich dieser Red Truck entwickelt. Der entwickelt sich einfach in so ein Monster Truck. Habe ich alles gar nicht vorher richtig so gesehen, dass diese normalen Fahrzeuge sich halt so richtig krass entwickeln. Weil ich meine, der hier wird einfach mal zu so einem Riesenfahrzeug. Deswegen dachte ich mir so, komm, machen wir mal ein paar Episoden, wo wir einfach mal die ganzen Autos hier tun werden. Und heute ist ja mal der Panzer am Start, weil da kann man natürlich richtig viel machen. Deswegen würde ich mal sagen, steigen wir mal hier ein. Ich glaube, auf der linken Seite. Ja gut, okay, doch. Linke Seite ganz normal. Kratzer Panzer und deswegen modifizieren wir jetzt mal den hier. Das ist ein Militärfahrzeug sogar. So, und ich würde erstmal sagen, die bremsen natürlich alles voll. Wir haben ja zum Glück auch 77 Millionen. Kann natürlich ganz schnell weg sein, wenn wir nachher alles getunt haben. Aber ich dachte mir so, komm, tun's mal alles auf, weil das Update kostet halt richtig viel Geld. Das ist viel zu viel. Und deswegen holen wir uns mal hier alles auf voll, damit ihr mal sehen könnt, wie die ganzen Fahrzeuge so auf voll aussehen. Und 520.000 für einen Rahmenschub kaufen wir uns. Wir hätten das uns natürlich schon freispielen können. Aber so viel habe ich das Update noch gar nicht gespielt. So, und Karosserie, da können wir jetzt natürlich richtig viel machen. Eine Kriegssperre. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, hier, Sperre hinten. Ich finde das jetzt nicht so geil, die Dekoration. Deswegen mache ich davon mal gar nichts, weil irgendwie passt das nicht so. So, Stacheln kann man drauf machen. Boah, das ist aber schon echt heftig hier. Ich würde aber, glaube ich, nur so die Stacheln machen. Oder halt sogar, vielleicht oben sogar weg. Ich schau mal. Ist natürlich ein Unterschied von 20.000 dann nur. Aber, ach komm, wir machen die Stacheln nach oben. So, zack. Und Panzerplatten natürlich auch rauf, oder? Machen wir die Panzerplatten rauf? Doch, ja, hier. Schwere Panzerung, ab geht's. Boah, es kostet so viel Geld. Okay, jetzt hat es funktioniert. So, Scheibenpanzerung, ach, hier vorne. Ah, ne, hier, okay. Volle Panzerung. Oder so Carbon oder rostig. Ich würde sagen, Sekundärfarbe eigentlich, weil ich will den Wagen halt auch in einer Farbe machen. Vielleicht, weiß nicht, rot oder gelb, mal gucken. So, Chassis-Panzerung. Ja, gut. Also da muss ich sagen, da finde ich die klassische eigentlich ganz cool. Ich würde erstmal jetzt die klassische hier lassen. Und Überrollkäfig hat man natürlich hinten noch ein bisschen Möglichkeit. Boah, Alter, wie man den machen kann. Aber ich finde, der muss so hinten so ein bisschen runtergehen. Deswegen würde ich einfach mal... Carbonwände sind auch schon ganz schön krass. So ein Käfig. Ah, Leute, komm, wir machen Dingens hier. Wir machen erstmal eine ganz normale Brüstung hier. Ja, eine ganz normale Brüstung. Weil ich weiß nicht, ob ich Carbon behalten will. Wir schauen einfach mal. Motorabstimmung natürlich alles auf hoch. Motorabdeckung. Was ist denn Motorabdeckung? Achso, für hier hinten. Gut, so viel sieht man jetzt gar nicht. Deswegen mache ich da jetzt erstmal gar nichts. Auspuff. Ah, hier hinten kann man sogar einen Auspuff machen. Ich weiß gar nicht, wo normalerweise ein Auspuff beim Panzer ist. Ich glaube, der ist jetzt hier oben, ne? Komm, machen wir einfach ganz normal hier oben. Hupe. LKW-Hupe. Und Lichter. Wo sind... Ah, ne, ist nur Neon. Achso, Neon machen wir nicht beim Panzer. Passt nicht so gut. So, jetzt haben wir hier natürlich hier die Option, ob wir hier ein Design machen wollen mit ganz viel Rost oder nicht. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal gar kein Design. Ich will das Auto halt echt mal in der Farbe haben. Boah, wie nennen wir das Fahrzeug, Leute? Wie nennen wir das Fahrzeug? Wie hättet ihr das genannt? Weil ich bin jetzt gerade am Überlegen. Wir nennen es einfach mal der Riese. Sollte eigentlich ganz gut passen. So, Lackierung. Da bin ich jetzt halt echt mal gespannt, weil Lackierung möchte ich halt eigentlich eher eine rote oder so machen. Oder eine gelbe. Eins von beiden. Ach komm, wir machen einfach mal gelb. Ich meine, so ein gelber Panzer ist auch nicht so schlecht. Deswegen nochmal Sekundärfarbe auch nochmal auf gelb machen hier. So, und ich finde, das sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Also, es gibt natürlich, man kann natürlich auch richtig klassisch halten. So auf irgendwie, weiß ich nicht, so ein Beige oder so. Aber ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Deswegen noch Seitenverkleidung hier. Haben wir noch irgendwelche anderen Optionen? Okay. Jetzt kommen die ganzen Dingengeschosse hier. Mega-Abdeckung. Was ist denn Mega-Abdeckung? Ach, nochmal größer. Okay.
Mega-Abdeckung, Ausrüstung. Was ist denn das für eine Ausrüstung? Militärtechnologie. Also ich finde das mit den Militärtaschen, da passt nicht so gut. Deswegen machen wir mal die ganz normale Mega-Abdeckung. Und haben wir noch hier ein Turbo. Natürlich Turbo auch noch alles voll. Vertikaler Sprung auch 420.000, Alter. Das kostet wieder so viel, Mann. Das kostet wieder so viel. So, Fenster natürlich ganz dunkel. Waffen. Oh, jetzt kommen auch nochmal Waffen. Das kommt auch noch dazu. Also im Endeffekt kostet das locker über 5 Millionen, Leute. Ich kann es nachher mal zusammenrechnen. Und ich muss sagen, der Panzer, der bräuchte eigentlich schon ja, sowas hier, ne? So eine richtig große Schaufel. Weil ich werde es dann natürlich auch noch austesten, wie krass der Panzer dann im Endeffekt ist. Und ich würde sagen, wir kaufen hier mal die große Schaufel. Zack, weil die verstärkte, oder? Eine verstärkte? Nee. Wir wollen die Leute ja auch aufgabeln, Leute. Wir wollen die Leute auch aufgabeln. Deswegen holen wir uns so eine große Schaufel. Primärwaffen. So, holen wir uns hier auf jeden Fall auch ein sauberes Kaliber 50 Geschütz. Annäherungsmine. Also ich weiß immer noch nicht, was das Beste ist. Deswegen mache ich einfach mal jetzt mal einfach Teer. Kostet auch wieder 250.000. Das ist so viel Geld, was man hier wieder ausgibt. Das ist echt krass, Leute. So, und dann haben wir auch das Fahrzeug jetzt fertig, Leute. Es sieht einfach nur richtig, richtig krank aus. Ich will jetzt mal ein bisschen damit rumfahren und vielleicht kann man nochmal eine Arena, nochmal in die Arena damit gehen. Der Panzer ist erstaunlicherweise echt schnell. Und das Krasse ist halt, ich meine, guckt euch das erstmal an hier. Der Panzer kann einfach springen. Er kann einfach springen, Leute. Was soll ich dazu noch sagen? Jetzt bin ich mal gespannt, wie es aussieht mit dem Dings vorne, mit der Schaufel vorne. Weil wenn man die ja drauf hat, kann man ja nicht direkt über Leute rüberfahren. Aber guck mal, der gabelt sie halt quasi so richtig auf. Und da wir halt auch echt so viel Power haben, wir können auch so einen Schub nach links machen, fliegt erstmal so ein Fahrzeug direkt hier runter. Und er weiß gar nicht, was abgeht. Ja, guck mal, man kann halt echt, guck mal, man kann auch LKWs und sowas. Kann man ja richtig weghauen hier. Guck mal, aus dem Weg hier, aus dem Weg. So, was macht die Mine jetzt hier? Das ist jetzt eine Teermine. Und wenn man jetzt da rüberfährt, hat man dann, ist das denn eine Ölspur? Ah, guck mal. Jetzt liegt da quasi eine, und wenn man jetzt raufschießt, dann fängt sie an zu brennen, oder was? Nee, ist einfach nur Teer. Ah, guck mal. Dann sliden wir so rum. Guck mal, schießen können wir auch hier mit diesem Gewehr hier. Dass man einfach springen kann, ich meine mit so einem Panzer dann rumspringen, das ist schon verrückt. Deswegen, Leute, komm, wir gehen mal in die Arena, also in das Arena-Battle und guck mal, wie der Panzer sich so schlägt. Oh mein Gott, Leute, wir sind jetzt einfach 16 von 16 Spielern und ich bin so gehypt, Mann. Ich hoffe, ich kann meinen Panzer spielen, weil ich glaube, der ist heftig. Also ich habe noch nicht so viel davon gespielt, aber ich glaube, ich werde davon viel mehr machen, weil es sah jetzt eben schon richtig heftig aus im Hintergrund, die ganze Zeit, die ganzen Sachen. Und oh mein Gott, Leute. Bereit zum Spielen. Leute, wir sind bereit. Oh mein Gott, okay. Wir haben einmal Rambrox, Mr. Beans Auto oder der Riese. Und wir spielen der Riese, Leute. Beschriftung. Ach, guck mal, man kann noch so machen. Das sieht ja richtig geil aus. Oh mein Gott, Leute, okay. Große Schaufel. Ah, da können wir das auch nochmal ändern. Ah, dann nehmen wir die halt ganz normal. Und Minenteer. Ah, da kann man noch alles aussuchen. Okay, autofreier Modus. Man kann sogar noch je nach Modifikation kaufen, aber egal. Bestätigen, Leute. Ab geht's. Ich bin gehypt. Alles klar, Alter. Jetzt geht's los, ey. Guckt euch diese riesen Arena an. Ich habe noch nie in so einer fetten Arena gespielt. Ich hätte das Update mal mehr spielen müssen. Ich habe das halt irgendwie gerade noch nicht genutzt. Und Alter, das ist gerade wie ein neues Spiel. Okay. Oh mein Gott. Und ab geht's. Was müssen wir machen? Oh mein Gott, ich habe vielleicht nicht das beste Fahrzeug. Ey, ey, Leute, ich werde jetzt schon voll gerammt. Okay, wir müssen anscheinend irgendwie diese Ziele-Dinger holen. Und wo sind jetzt hier die Gegner? Ist es hier ein alle gegen alle? Nein, das ist doch mein Team, oder? Okay, wir müssen nachher unten. Oh mein Gott, hier ist noch so eine Sache. Zack, der Panzer hat wenigstens richtig gut Grip. So, ein bisschen hier Minen verteilen. Und ich möchte gerne mal ein paar Leute beim Panzer angreifen jetzt hier. Was ist das für eine kranke Arena, Alter? Gibt's da nochmal Gegner? Ey, ich wurde von einer Drohne erledigt. Du Vollidiot. Wie, du Vollidiot? Drohne, geh weg. Okay, okay, krass. Ja, moin. Oh, und da unten ist einer. Da unten ist ein Motorrad. Auf ihn. Auf, nee, was ist das da? Was ist das für ein Roboter? Hau ab. Ein kleines RSDXD-Car. Was geht hier ab? Hilfe. Hau ab. Ich fahre über dich rüber. Komm her, was willst du? Was? Hä? Ist unter mich durchgefahren. Okay, warte mal. Ich glaube, damit kann man jetzt machen. Das ist einfach so ein kleines RSDXD-Car. Ah! Achtung, Kollegen. Wo sind die überhaupt, die Gegner? Ich will jetzt mal ein paar Gegner attackieren. Okay, die ersten Minen gehen schon los. Ey, die ganze Zeit so eine Stopper gehen hier hoch. Ey, okay. Ey, Mann, hat deine Fahrzeug mit einer EMP-Drohne ausgeschaltet. Okay, das ist nicht so cool. Oh, ich habe unseren Typen voll... Guck mal, warte, guck mal, pass auf. Lass uns mal ein Teammate gehen, mal gucken, was passiert. Oh, oh, sorry, Bruder. Sorry. Okay, ich
glaube, ein Panzer ist hier nicht so die beste Option, was wir hier gewählt haben. Oh Mann, oh Mann. Und hier, Checkpoint. Alter, hier kann man ja richtig weggefeuert werden, ne? Aber lass mal hier raufgehen. Ich glaube, man kann hier richtig weggefeuert werden, Leute. Ey, wir stehen... Oh! Okay, haben wir gewonnen? Was ist jetzt passiert? Bin ich raus? Haben wir gewonnen? Ah! Drücke A, um eine Kampfdrohne zu fliegen, ein AC-Bandito-Fallenkamera zu benutzen, um einen geschützten Turm zu benutzen. Okay, irgendwie fahren wir jetzt gerade hier so ein kleines R6D-Auto. Okay, warte. Ah, kinetische Mine, okay. Und wir können springen, oder was? Ah, okay, wir können springen. Jetzt müssen wir nur noch Leute irgendwie in die Mine reinfahren lassen. Das machen wir ganz einfach, indem wir hier runterfahren. Tschu! Komm schon! Hier eine Mine. Liegen zwei Minen vor dir. Komm her, Kollege! Batz! Zwei hochgejagt! So, wir benutzen jetzt einen Geschützturm, Leute. Ah! Okay, Leute, wir haben gewonnen. Also, die Arena-Modus scheint echt geil zu sein. Ich muss davon auf jeden Fall mal mehr spielen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Fahrzeug ich als nächstes tunen soll. Macht es mal gerne und dann werde ich es auf jeden Fall machen. Es gibt auch richtig geile Motorrad und hier Monster Truck und sowas. Werde ich alles dann noch machen, Leute. Schreibt gerne rein, was ihr als nächstes sehen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.